Historischer Tag in Dänemark. Königin Margrethe hat am 14. Januar abgedankt. Ihr Sohn Frederik ist neuer König. Als er kurz nach der Proklamation auf den Balkon vor das Volk trat, kämpfte er mit den Tränen, und seine Frau Königin Mary stand ihm zur Seite. Königin Margrethe hat abgedankt, König Frederik kämpft mit den Tränen. Es ist offiziell, nur 2 Wochen, nachdem Königin Margrethe von Dänemark, 83, in ihrer Neujahrsansprache angekündigt hatte, nach 53 Jahren abdanken zu wollen, wurde am 14. Januar 2024 der Thronwechsel vollzogen. Die 83-Jährige kämpfte mit den Tränen, als sie ihre Abdankung offiziell unterzeichnete. Nur wenige Momente später unterschrieb ihr Sohn Frederik, 55, die Proklamation und ist seither neuer König von Dänemark. Der König, der jetzt antritt, ist ein König, zu dem wir volles Vertrauen haben. Wir wünschen ihm viel Glück für alle seine Handlungen. Ihre Majestät Margrethe II. Hat abgedankt. Lang lebe seine Majestät. Lange lebe seine Majestät, König Frederik X., ließ Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, 46, verlauten. Königin Mary, ihre Reaktion spricht deutliche Sprache. Ein historisches wie emotionales Ereignis. Nur wenig später trat König Frederik von Dänemark erstmals vor das jubelnde Volk und war sichtlich bewegt. Immer wieder musste er sich die Tränen aus dem Gesicht wischen. An seiner Seite stand auch Ehefrau Mary, 51, die seit kurzem neue Königin von Dänemark ist. Nur wenige Wochen vor der Krönung hatten böse Affärengerüchte um Frederik die Runde gemacht, doch davon ließ sich das dänische Königshaus nichts anmerken, im Gegenteil, die gebürtige Australierin machte mit einer Geste deutlich, dass sie zu ihrem Mann steht, komme, was wolle. Als der 55-Jährige nämlich sichtlich berührt mit den Tränen kämpfte, nahm Königin Mary seine Hand. Eine Geste mit großer Symbolkraft. Wenig später gab sich das neue Königspaar von Dänemark dann einen innigen Kuss, wie schön.